In einer wirklich schicken Wohngegend im Münchner Westen, direkt am Nymphenburger Kanal, haben wir ein leerstehendes Haus angemietet. Drinnen steht noch alles voller Umzugskartons. Judith Rakers, heute mit dunkler Perücke, ist die neue Hausbesitzerin Frau Winkler und gerade hier eingezogen. Und das, obwohl im Haus noch fleißig renoviert wird. Nur das Wohnzimmer ist schon einigermaßen bewohnbar. Hier müssen nur noch die Lichtschalter montiert werden. Und dafür hat Judith extra Fachpersonal bestellt. Ja, und diese drei Lichtschalter sollen unsere Opfer heute anschließen. Hier an die Wände, damit man diese beiden Lampen da oben von allen drei Schaltern aus ein- und ausschalten kann. Eigentlich keine große Sache. Eigentlich. Was unsere Elektriker aber nicht wissen, ist, dass wir hier im Wohnzimmer im Vorfeld alle Leitungen, alle Lampen, alle Steckdosen und alle Schalter manipuliert haben. Das heißt, wir können von hier oben aus, von der Regie, die komplette Strominstallation im Wohnzimmer steuern. Und dabei hilft uns der Manfred Margit, das ist der Chef von den Jungs, die zu uns kommen. Wir machen es ganz einfach, ne? Von hier oben, Strom an, Strom aus. Und bringen damit die Jungs total zur Verzweiflung. Genau so ist es. Frau Winkler? Hallo, freut mich, dass Sie da sind. Der Maler hat das jetzt so hinterlassen. Okay. Das sind drei Schalter hier, da und da vorne. Okay. Und es geht um diese beiden Lampen. Also Sie können gleichzeitig angehen. Ich möchte sie nur von jedem Schalter aus ausmachen können. Okay, hab Sie verstanden. Ja. Ich lasse Sie, wenn Sie... Das waren die Schalter, sind, sonst war das ja nichts. Genau, mehr habe ich gar nicht. Okay. Ich bin oben Praktikoffer, ja? Okay. Super. Das ist doch jetzt einfach, oder? Das wird einfach. Okay. Judith hat natürlich nicht nur diesen Elektriker bestellt, sondern auch den. Das war's schon. Nein, im Ernst? Ja? Von allen drei Stellen. Ach so. Okay. Aber der geht nicht. Also gerade ging er. Jetzt nicht mehr. Ist jetzt was kaputt gegangen? Oder? Ja, das ist ein Eimer. Okay. Wollen wir die vielleicht mal hier ausprobieren? Ob es wirklich an der Glühbirne liegt? Nee, geht. Okay, ja. Nee. Jetzt war ich so begeistert, dass Sie das so schnell hinkriegen. Aha, da liegt der Blut. Ah, Fehler gefunden? Super. Drücken Sie richtig? Ja, das kann man nicht machen. Okay, wir haben noch 25 Minuten. Dann muss ich weg sein. Das hat jetzt einmal und drei Funken. Ich habe es fünfmal getestet. Glauben Sie mir. Oh nein. Sind die Schalter kaputt? Ja. Haben Sie das schon mal gemacht vorher? Sicherlich, ich mache den Job seit 15 Jahren schon. Dann kannst du daran nicht liegen. Kann ich irgendwas tun? Nein, Sie können eben nicht. Ich aus? Das Aquarium geht immer aus. Hier hat jemand irgendwas falsch gemacht. Ich fass es nicht. Wer hat denn die Elektrik gemacht? Ja, mein Mann. Ihr Mann? Sie schleichen hier rum und ich muss zum Flughafen. Es ist 6:06. Okay, wenn Sie es bis 18 Uhr nicht geschafft haben... Oje, oje, oje. Was ist denn jetzt passiert? Ich bin nicht dran gekommen. Okay, ich war gar nicht an dem Bild dran. Bild auch noch kaputt. Ich war nicht an dem Bild dran, Frau Winkler. Ja, von alleine fällt sie auch nicht runter. Ich bin nicht dran gewesen, Frau Winkler. Glauben Sie mir.
Okay, lassen wir das Bild da. Ja, ich nehme es Ihnen ab. Schneiden Sie sich nicht. Ja, schneiden Sie sich nicht. Machen Sie weiter mit der Steckdose. Danke. Okay. Was machen Sie denn bloß? Meine Güte, was ist denn jetzt hier passiert? Sie haben gesagt, ich soll es einstecken. Ja, aber was haben Sie denn da vorher mit der Steckdose gemacht? Das ist jetzt hier... Ich habe an der Steckdose nichts haben gemacht. Haben Sie jetzt Schlagstrom reingelegt oder was? Wird ja immer schlimmer. Das sind Luftblasen. Ja, Luftblasen, das ganze Wasser kommt da raus. Gucken Sie sich mal die Wand an. So, 6:03. Bitte schnell! Sie laufen hier auch einfach gar nicht. Geht wenigstens der Fernseher oder ist es die komplette Technik hier lahmgelegt? Der Fernseher geht noch, Frau Winkler. Nee, mir geht gar nichts mehr. Der Fernseher ist an, Frau Winkler. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die internationale Staat im Militäreinsatz gegen... Ob Sie die kennen? Das sind Sie. Herzlich willkommen, da verstehen Sie Spaß.